Ich habe heute einen kleinen, ja, was heißt kleinen, einen Action-Haul. Das habe ich aber auch schon ein bisschen gesammelt. Also ich war heute noch einmal und das wollte ich euch zeigen. Und zwar zuallererst diese Blöcke. Ja, das musst du zwischendurch. Diese neuen Blöcke sind bei uns angekommen. Juhu, endlich! Ich finde den ja so schön. Schauen wir mal rein. Ist ja voll meins, ne? Eis. Alles in rosa. Erdbeeren. Das passt halt jetzt wunderbar zu der richtigen Hitze. Herzchen sind auch schön. Lecker Macarons. Ich glaube, die glitzern sogar ein bisschen. Das sieht man jetzt so schlecht. Ein paar Cupcakes, das wäre jetzt auch gut. Da schleicht jemand. Was? Nicht wundern, ich habe mich gerade mit meinem Mann kurz unterhalten. Das ist jetzt nicht so meins, das finde ich aber gut für Kartenhintergründe, so rum. Die Hitze macht mich fertig. Das ist auch, ja, Kartenhintergründe. Und das ist auch wieder super toll. Lecker Donuts. Den Block, den habe ich mir natürlich gleich zweimal mitgenommen. Genau. Dann einmal den hier. Mit Lamas, Alpakas und Kakteen. Das ist, finde ich, jetzt auch schön. Da haben wir ein bisschen, ja, rosa Punkte. Ist auch für Kartenhintergründe. Das finde ich auch total cool. Das ist auch der Hammer. Das ist der Hammer. Schon, ob ihr das besser seht, wenn ich Licht anmache. Ja, ist besser. Jetzt seht ihr auch, dass es glitzert. Ich vielleicht gleich anmachen sollen, das Licht. Ja, das schaut eher aus wie bunte Streusel. Das finde ich auch schön. Und schaut mal, wie das glitzert und funkelt. Oh, herrlich. So, dann habe ich noch den hier. Das ist auch so ein wenig verschieden. So tropical. Bisschen. Auch wieder so Kartenhintergrund. Das ist mir schon fast zu viel los. Aber da ist die Ananas. So. Lecker, lecker, lecker. Da kriege ich ja richtig Hunger auf Ananas jetzt. Oder was richtig Frisches. Das Flamingo-Eis ist auch der Hammer. Das rum wiederum geht. Also das finde ich jetzt nicht zu viel. Die finde ich auch total schön, die grünen Punktchen. Ja, das geht auch. Es ist zwar nicht so die beste Farbzusammenstellung, finde ich, aber finde ich auch in Ordnung. Und dann den hier, den habe ich mir auch zweimal geholt, weil lila und oh, der Block ist einfach auch so schön. Das ist auch total schön. Seht ihr, wie das funkelt und glitzert? Das ist jetzt eher so barock. Das ist jetzt nicht meins unbedingt. Es gibt immer ein Blatt im Block, das nicht das Tollste ist. Aber das ist der Hammer. Das finde ich total schön. Diese schwarzen Kreise, die so embossed sind, ist der Hammer. Das ist jetzt wieder nicht unbedingt meins. Es ist in Ordnung für Kartenhintergrund, aber das wieder. Das finde ich auch total hübsch. Das ist auch schön. Das ist relativ simpel gehalten, aber macht trotzdem was her. Genau. Und wie gesagt, den habe ich mir auch zweimal geholt. Dann habe ich mir noch ein paar von diesen Metallic Cardstocks und Glitzer Cardstocks gekauft. Die kennt bestimmt auch schon jeder. Die sind mittlerweile schon überall vertreten. Oh, so ein Druckfehler drauf. Aber ist nicht so schlimm. Zum Ausstanzen oder so sind die top. Also habe ich schon getestet.
Muss man zwar ab und zu mal mehrfach drüber. Seht ihr gar nicht, es kommt so blau rüber bei euch gerade. Das ist so ein schönes Lila. Oh, ist dieses schöne Lila hier. Ein Rot. Ein Grün. Da ist auch wieder ein Druckfehler drauf, aber ist nicht so schlimm. Und den Rosa. Dann zweimal diesen. Dreimal habe ich den, glaube ich, sogar. Der ist noch irgendwo. Und ich muss sagen, obwohl da wirklich, wirklich viel Glitzer drauf ist, das fühlt sich überhaupt nicht kratzig an. Also diese Glitzer-Cardstocks, die sind ja oft so kratzig und rau. Und das ist, muss ich sagen, das ist echt glatt. Also das ist zwar nicht Babypo glatt, aber total glatt. Ja. Oh, ein Rosa. Das ist ein wunderschönes Rosa, ne? Oh, ich bin verliebt. Auch das Blau hier ist total der Hammer. Und dieses Anthrazit gibt es ja so wenig dunkle Cardstocks, die mir gefallen. Das ist auch eher so leicht golden. Grün. Dieses Pink ist auch der Hammer. Silber. So eher Roségold. Und dann haben wir kräftiges Gold. Den habe ich mir gesagt zweimal geholt. Dann auch diesen zweimal. So einen helleren Silber. Ein bisschen Grün wieder. Wieder helles Blau. Die ähneln sich schon ein bisschen, ne? Die Cardstocks sehe ich beim Durchblättern, aber ist nicht so schlimm. Kann man mehr verbasteln. Dieses total geile Orange. Entschuldigt für den Ausdruck, aber ich liebe so Glitzerkartons. Glitzer, holographisch, all sowas. Ja, mein Handy hat sich gemeldet. Also, wie gesagt, den haben wir auch zweimal geholt. Preise kann ich euch gar nicht sagen, habe ich gar keinen Kassenbon. Aber ich glaube, die kosten 99 Cent. Dann ganz unspektakulär. Wieder diese Tüten für die Karten. Zur Seite legen. Einen ganz normalen Kleber. Kann so gut wie immer mit, weil ich bastle ja relativ viel. Dafür brauche ich relativ viel Kleber. Dann sind bei uns die neuen Stanzen angekommen. Ich finde sie relativ teuer für das bisschen, was da drin ist. Ich habe jetzt auch nur die zwei mitgenommen. Weil dieses Geschnörkel finde ich recht cool. Riecht schön. Ja, dass man das so am Rand von der Karte hin macht. Vielleicht sogar mit diesem Glitzerpapier. Und das fand ich hier ganz toll. Aber die anderen haben jetzt nicht so gefallen. Und warum soll ich die dann mitnehmen, wenn ich die eh nicht benutze, weil sie mir nicht gefallen. Wäre ja Schwachsinn. Dann. Das habe ich allerdings schon ein paar Mal benutzt heute, weil ich war mit meiner Tochter. Nicht wundern. Ich war mit meiner Tochter heute unterwegs und da waren wir ja, in einigen Geschäften. War man recht lang unterwegs. Genau, und dann durfte das mit. Ich glaube, das kostet 1,29 Euro oder so. Ist ja nur reines Wasserspray. Und das ist zum Abkühlen sehr cool. Genau. Kommt später. Oh, nicht wundern. Handy ist nicht auf leise. Also, ja. Weil, wie gesagt, ich war unterwegs und habe es gleich filmen wollen, damit ihr seht, was ich gekauft habe. Dann habe ich ein paar Blätter von denen mitgenommen. Ich habe jetzt nur diese gefunden. Sind 25 Stück drin. Kosten, glaube ich, 59 Cent. Benutze ich auf jeden Fall für Herbstbasteleien, sogar für Halloween. Mal schauen. Die gibt es ja bestimmt auf jeden Fall noch länger. Vielleicht gibt es ja auch noch andere. Da schaue ich mal, ob ich noch welche mitnehme. Dann, bei dieser Hitzewelle, dieses Teil, dieser Wasserspray-Ventilator. Ich wollte eigentlich das alte Modell, aber das hatten sie nimmer. Ich
glaube, der kostet 2,29 € oder sowas. Ja, ein Pink. Weil mein Mann und ich stehen auf Pink. Und dann durfte der mit. Ja, angeblich soll der recht laut sein. Aber für daheim, zum Runterkühlen, finde ich den vielleicht gar nicht so schlecht. Testen wir mal aus. Ich habe sie endlich bekommen. Die Liquid Watercolors. Die gab es ja schon mal im Action. Und da war ich leider zu spät dran. Ich habe da kurz nachdem die rausgekommen sind, letztes Jahr den Action für mich entdeckt. Und da war er noch recht, recht weit weg von mir. Jetzt ist er zwar immer noch knapp eine Stunde weg von mir, aber es geht noch, hält sich noch in Grenzen. Und das, ja, finde ich der Hammer. Die Leute sind alle begeistert davon und ich habe sie jetzt auch endlich. Ich werde sie auch mal testen. Aber wie man sieht, sind schon einige ausgelaufen. Aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich keine großen Ausnahmen. Ist ja auch egal. Ich freue mich so, dass ich die gekriegt habe. Der Wahnsinn. Wundert euch nicht, die Hitze. Genau. Ja, ich habe die neuen Washis. Also die ganzen Sachen sind jetzt endlich bei uns angekommen. Die ganzen neuen. Finde ich hammer, hammer, hammer geil. Und zwar habe ich mir die Washis hier gekauft. Das sind eher diese Vintage Washis. Da haben wir so Minischrift. Ja, da haben wir eher so altbacken Auto und Doppeldeckerflugzeug. Da haben wir ja so Himmelsrichtungen, da haben wir Weltkarten. Also finde ich total geil. Dann haben wir einmal die. Dann die dunklen. Da auch wieder mit kleiner Schrift, etwas mit Schnörkelschrift. Auch dieses Glitzer passt ja optimal zu dem Karton, also zu dem Cardstock, zu dem Glitzer-Cardstock im Moment. Also total Hammer. Dann diese hier. Die Blautöne. Sind ja auch wunderschön, ne? Mit Federn, da stehe ich ja total drauf. Da ist eine Kawaii-Wolke, seht ihr das? Auch diese Monde. Total schön. Und hier mit so Edelsteinen in Gold. Das könnt ihr ein bisschen sehen. Da. Moon. To the moon. I love you to the moon and back wahrscheinlich oder sowas. Hammer. Die sind wirklich der Hammer. Ich bin so begeistert von denen. Ich muss sagen, jedes einzelne Washi-Tape ist besonders. Und die sind so aufeinander abgestimmt. Hammer. Ich liebe sie. Ich liebe einfach sie. Ja, Deutsch. Oh, schaut mal. Die Flakons, die Parfum-Flakons. Und dieser Hund hier. Oh, so süß. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so. Dann habe ich zweimal diese Becher, Gläser mitgenommen, die wo das Getränk kühl halten. Habe ich jetzt schon viel davon gehört, dass die recht gut sein sollen. Die können aber auch kaputt gehen und platzen, habe ich gesehen. Mal testen. Wenn sie was taugen, ist in Ordnung. Finde ich dann top. Da ist der letzte Glitzerkarton. Dann habe ich noch einmal das Embossed, irisierende Embosspapier mitgenommen. Das will ich verschenken. Genau. Kennt ja schon jeder. Dann habe ich noch 3 Kartenrohlinge mitgenommen. Ups. 3 Päckchen Kartenrohlinge in ganz normal weiß. Gehen immer mit. Oder können immer mit. Dann habe ich dieses Handcremeset mitgenommen. Da sind ja 4 verschiedene drin. Ich finde die total schön, weil die so kunterbunt sind. Da will ich auf jeden Fall mal noch eine Verpackung basteln zum Verschenken. Genau, ich glaube, die kosten 1,99 €, wenn ich mich nicht täusche. Aber
Wie gesagt, ich habe keine Kassenzettel bei mir. Dann habe ich mir zweimal diese Blätter mitgenommen. Kosten 59 Cent, das weiß ich noch. Ja, für... Wenn man... Nicht wundern. Wenn man was gestalten will, mit einer schönen Rose, schönen Blumen, gibt es ja auch tolle im Action. Da ist das bestimmt richtig toll. Können, also für den Preis ist das top. Dann zweimal noch diese Puffy-Sticker. Und zwar einmal diese Kawaii. Die kennt ihr bestimmt auch schon alle. Aber ich finde die so niedlich. Und einmal dieses Prinzessinnen. Oh, das ist meine Tochter. Dann diese Mini-Notizblätterbücher. Ich wollte eigentlich die Tinkerbell. Aber sie hatten nur noch dieses Set. Ich wollte eigentlich die Tinkerbell. Aber finde ich auch schön. Vor allem zum Verschenken. So als Goodie. Finde ich ganz süß. Sind auch schön gemacht. Was ganz unspektakuläres. Zweitaktöl. Für meinen Mann, für seinen Roller. Weil da ist das Öl ausgegangen, haben wir festgestellt. Und dann konnte das gleich mit. Ja. Haben wir noch. So ein Holzfüller. Also Holzauffüller, wenn da so Ritze oder Löcher drin sind. Das will ich allerdings nicht zum Holzfüllen nutzen, sondern zum Verbasteln. Also da will ich mal was testen. Ich hoffe, das funktioniert. Kostet, glaube ich, 1,59, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir es ja schon bald. Dann einmal diese Aquabrushes. Also diese Wassertankpinsel. Zwar in 1 und 2 mm. Ich habe mir zwar welche schon mal bei Ali bestellt. Ich habe beide noch nicht getestet. Fragt mich jetzt auch nicht, welche Größe die haben. Keine Ahnung. Sieht man schlecht. Ja, teste ich ja mal. Aber für den Preis könnt ihr echt mit. Die bei Ali kann ich nicht einmal sagen. Ich glaube, 39 Cent hat einer kostet. Aber kommen ja immer noch dann Gebühren mit drauf. Und ja, ist in Ordnung. Also ich habe gedacht gehabt, die gibt es halt nicht mehr im Action. Und ich habe die halt nicht ganz dringend gebraucht. Und ja, nix denken. Tja. Lasche. Schaut mal. Ja, ganz viel Glitzerfolie. Ich habe alles mitgenommen. Von jeder Sorte eins, was da war. Und schauen wir mal nach. Kostet 59 Cent. Top-Preis. Habt ihr bestimmt auch schon öfters gesehen. Haben wir einmal in so ein schön blau. Warum hab ich die mitgenommen? Ja, in einem schönen rosa. Total süß. Und dieses, das finde ich auch total klasse. Das ist weiß und der Untergrund ist grün. Finde ich auch Hammer, Hammer, Hammer. Und ich hoffe, das könnt ihr sehen, es ist einiges drauf. Also damit kann man bestimmt locker ein oder zwei Alben einbinden. Dann hier in dem Silber. Dann in so einem Schwarz. Auch total geil. Dann hier in Rosa mit Herzen und Sternchen. Dann so grün, na türkis ist es eher, mit Schmetterlingen. Auch Silber mit Aufdruck, Geschenk, zwei Vögelchen, hier, Schmetterling, nochmal Schmetterling, genau. Dann in Gold, in ganz normalen roten Glitzer. In Gold mit so Sternchen. Auch total schön. Und in so einem süßen Baby. Blau. Auch mit richtigen Baby
Plüschfiguren und Herzen. Also das wäre perfekt für ein Babyalbum. Leider habe ich ein Mädchen. So was Doofes aber auch. Nein, finde ich total süß. Dann das Letzte, was ich aus dem Action mitgenommen habe. Zweimal diese... Ja. Ja. Wie heißt denn jetzt wieder? Ich komme da jetzt absolut nicht drauf, aber ihr kennt die bestimmt. Habe ich einmal in glänzend und einmal in matt mitgenommen. Genau, da will ich auch was testen. Quasi mit dem hier. Ups. So. Genau. Und dann war ich noch im Woolworth. Und im Teddy. Im Woolworth habe ich einmal diesen Block mitgenommen. Das sind ja auch Fotograf Sensations. Allerdings kosten die dort. Sind schon stolze Preise. Aber naja. Hat mir so doll gefallen. Also musste mitnehmen. Ist auch eher so Boho angehauchtes gerade. Wegen mit so Federn. Aber total schön hoch und langsam dunkel. Mein Stapel. Könnt ihr besser sehen. Auch diese Zelte, das ähnelt sehr an diesen einen. Ich hab's heute echt mit der deutschen Sprache, wisst ihr das? An diesen Die-Cut-Block. An den einen. Vom Action. Das ist auch total süß. Auch das hier mit diesen Traumfingern und oh. Ja, den musste ich einfach mitnehmen. Den konnte ich einfach ums Verrecken nicht liegen lassen. Entschuldigt für den Ausdruck. Auch diese Federn, die sind einfach der Hammer. Schaut euch die an. Ich liebe Federn. Und das ist der absolute Traum. Oh, ich glaube, jedes Blatt viermal drin. Ja. Grammatur, 200 Grammatur. Ja, geht für den Preis. Das zeige ich euch nicht. Das ist für ein Überraschungspaket. Jetzt baue ich das schon wieder zu. Ich bin heute ein Held. Dann die zwei noch aus dem Woolworth. Für 1 Euro. Ja, geht. Wenn es ein Euro-Shop ist, dann kaufst du die auch. Also, ne? Aber fand ich total schön. So maritim. Ist halt 100 Grammatur. Also die sind recht flatterig. Aber egal. Das finde ich der Hammer. Finde ich total schön. Das ist jetzt neue. Das. Das schaut aus wie so Wellen unter dem Meer. Auch das hier ist der Hammer. Diese schönen Farben. Und schaut euch das an. Da wäre ich jetzt gern. Schaut mal. So ein Surfer draufkleben. Witz. Oh, schaut doch mal. Damit lässt sich bestimmt auch wunderschön ein Album basteln. Und das hier. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, ja. Also total schön. 3 Motive jedes Mal. Ja. Wie gesagt, 2-mal. Eventuell für ein Album. Dann einmal diesen aus dem Teddy. Kennt ihr bestimmt alle schon. Sind hinten relativ ja, simpel gehalten. Wie das Rot auf dem voll raussticht. Das war auch leider der letzte, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch noch einen mitgenommen. Ah, ist auch wieder so maritim. Sea Soul. Das ist halt einmal voll, ja, klatscht voll ins Gesicht. So alles schön blau und maritim und dann einfach mal rot. Oh, hier so Muscheln. Auch wieder so Muscheln. Auch sehr schön. Ist alles so blau gehalten. Das finde ich auch total klasse. Ja, das ist nicht so meins. Aber in Ordnung. Wie gesagt, die haben jetzt auch. Steht gar nicht drauf. Wenn auch so um die 100 Grammatur haben. Und dann einmal diesen. Den gibt es ja auch schon etwas länger, aber naja, ich habe gedacht, nimm es nochmal mit.
finde es ja nicht so schlecht. Das finde ich schön. Für ein Album fast so schade, weil dann würde ich mir das eigentlich fast ausschneiden und vorne als Die-Cut draufkleben. Weil da möchte ich jetzt nicht unbedingt ein Foto drüber kleben, ne? Wisst ihr, was ich meine? Schönes Hintergrundpapier. Ja, die könnten wir jetzt vielleicht überkleben, weil es wären ja 6 Stück drauf. Und wenn man da ein Bild drauf macht, dann sind sie ja noch da. Oh, wieder schönes Hintergrundpapier. Das auch, finde ich total schön. Also Action muss ich... Denkt euch nichts dabei. Wie gesagt, Teddy holt jetzt langsam wirklich auf mit seinen Papierblöcken. Ja. Ich denke, dein Haar ist leer. Ja, Tüte ist leer. Genau. Das war's auch schon. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Denkt euch wirklich nichts dabei. Ich bin heute irgendwie bekloppt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.